Also wir sind ein mittelständischer Elektrobetrieb und ist eigentlich daraus entstanden. Ich wollte mal selbstständig sein, allein. Ich habe das eigentlich auch so angedacht. Und dann hat man einen Mitarbeiter eingestellt und hat dann wieder Arbeit gebraucht. Dann hat man Arbeit gehabt, dann hat man wieder einen Mitarbeiter eingestellt. Und so sind wir entstanden mit etwa 30, 35 Leuten, die wir heutzutage sind. Und arbeiten wir viel Neubauten, Kundenarbeiten, Service, Reparaturen, sind aber eigentlich auch in der Industrie daheim, beim Gewerbe. Also wir machen alles, überall, wo man Strom braucht, sind wir zu finden. Hier sieht man, wie alles schön verklemmt ist. Das kann man hier anschauen. Hier den stromführenden Draht anschauen. Hier sieht man schon, der ist etwas weit aus der Klemme draussen. Der ist vermutlich jetzt einfach zu lang abisoliert. Dann kann man den nachher noch etwas kürzen. Dann sollte das eigentlich passen. Das sieht so weit gut aus. Und dann gibt es eine gute Vorgangsweise, indem man einfach mal die ersten zwei Schrauben gibt. Also wenn du Drähte und Kabel in ein Rohr einziehst, allein geht das nicht. Geduld ist natürlich auch in unserem Beruf eine wichtige Voraussetzung, die man muss haben muss. Wenn jetzt etwas beim ersten Mal nicht tut oder so, dass man dann dranbleibt und motiviert die Sache löst, so macht es am Schluss nicht doppelt Freude, wenn es funktioniert. Okay. So, hier haben wir das Messgerät. Hier können wir jetzt die Spannungen für die Steckdosen überprüfen. Jetzt sieht man hier, zwischen dem Aussenleiter und dem Neutralleiter haben wir 230 also Netzspannung, die wir haben müssen. Dann können wir hier noch wechseln, zwischen dem Schutzleiter und dem Aussenleiter. Hier müssen wir auch die 230 Volt Netzspannung haben. Und zwischen dem Neutralleiter und dem Schutzleiter sollten wir nichts haben. Das ist hier alles gut, soweit. Die Steckdose erfüllt alle Anforderungen. Wir sind ein Betrieb mit 13 Lehrlingen. Wir bilden bei uns Elektroinstallateure und Montageelektriker aus. Der grundsätzliche Unterschied ist, dass du beim Montageelektriker eher die körperlich strengeren Arbeiten verrichtest. Du bist viel auf dem Rohbau unterwegs, du bist bei jedem Wetter draussen. Das hast du aber auch beim Elektroinstallateur. Er hat jede Woche viel mehr Feinheiten in seiner Arbeit. Er baut Steuerungen, er baut auch Verteilungen. Er ist beim Kunden heimen unterwegs. Was wichtig ist, ist, dass man technisch begabt ist, die körperlichen Anforderungen hat, also dass man weiss, man muss anpacken, man muss umlupfen können und man muss aber auch können in feinen Sachen arbeiten, Arbeiten ausführen. Man hat kleine Drähte, man hat kleine Steuerungen, die man daran schafft, die sehr heikel sind. Ein Lehrling muss eigentlich gar nicht unbedingt ein super Zeugnis bringen, wenn er zu uns kommt. Was für mich viel wichtiger ist, er muss im Herzen wissen, was er will. Und wenn er das weiss, dann ist es ein guter Lehrling oder könnte ein guter Lehrling werden. Er muss einfach überzeugt sein, dass er Freude hat an diesem Beruf. Dann gibt es eine gute Sache. Soll ich hier am Baustromverteiler die kaputte Typ 23 Steckdosen austauschen? Wenn es jetzt unter Strom wäre, müssen wir die Sicherung hier oben rausnehmen. Dass einfach die Steckdose keinen Strom mehr führt. Und dann kann man hier hinten. Da sieht man die drei Drähte, LN und P. Und dann tut man die einfach hier unten lösen mit diesen Schrauben. Rausnehmen und die neuen dann wieder rein. Also ist eigentlich eine kurze Sache, eine saubere Sache. Und nachher ist er wieder wie neu. Ja, als Lehrling sollte die Schule schon nicht so schlecht sein, weil die Schule ist schon anspruchsvoll. Also man hat jetzt gemerkt, im zweiten Lehrjahr, es wird strenger, aber es geht. Also wenn du viel oder gut lernst, und dann geht es eigentlich gut. Und du solltest auch nicht gerade keine Ahnung haben von Schraubenzeuger drehen und so, aber sonst kommt das tiptop. Es braucht nicht unbedingt Bürsten, es geht auch sehr gut, um das als Frau zu machen. Man muss sich einfach bewusst sein, man ist im Obertreckig, man lupft auch um und man kommt keine Sonderwurst über als Frau. Also man muss alles genau gleich machen. Aber wenn man den Willen hat, dann ist es kein Problem, um das zu schaffen. Für mich ist noch ein Punkt, ich mag mich gut erinnern, als ich den ersten Lehrling eingestellt habe.
das war ein Realschüler. Und da hat man mir gesagt, der macht das nicht, das geht nicht. Und ich war einfach überzeugt, dass der will. Realschüler, Legastheniker noch dazu. Und ich dachte, probieren wir, müssen wir das bringen wir her. Und der ist heute Ingenieur. Und das ist zu dieser Zeit, vor 25 Jahren, hat man eigentlich keinen Elektriker, hat einen Realschüler eingestellt. Und der ist heute Ingenieur. Und ich habe riesen Freude an dem. Wie man natürlich lieb fragt, kommt man ganz viele Hilfe über. Das ist aber nicht nur bei uns Frauen so. Es ist ein Beruf, wo man miteinander schafft, wo auch das Teamwork gefragt ist. Und wie man lieber ein bisschen alleine ist, ist man vielleicht am falschen Ort. Also, es gibt Arbeiten, wie man eine Verteilung aufhängt, wo man dann gleich mal das zweite Mal rumlupfen muss. Wo vielleicht dann ein Mann alleine machen würde, aber du, es geht als Frau, ich habe es die letzten 5 Jahre auch geschafft.